100 Kilometer voneinander entfernt und doch nah im Fluge. Wer reisen, fliegt. Über das schöne deutsche Land, über Flüsse und Täler, über Wiesen und Wälder, Dörfer und Städte, über Burgen und Schlösser zieht das Flugzeug seinen schnellen Weg. Von Berlin nach Stuttgart, dem Hauptknotenpunkt des Luftverkehrs nach Südwesteuropa, in 2,5 Stunden. Nur 30 Minuten Aufenthalt. Fluggäste, die hier mit der Reichsbahn eingetroffen sind, fährt der Zubringerwagen der Lufthansa nach dem Flugplatz Böblingen, der auch der Ausgangspunkt für den Transozean-Postverkehr nach Südamerika ist. Passprüfung, Zollkontrolle. Und schon geht's weiter. Mit 250 Kilometer Geschwindigkeit eilt der Luftexpress ruhig und sicher gen Süden. Über verträumte Städtchen und romantische Täler dem Schwarzwald zu.
satte Wiesen und dichte Wälder. Erinnerungen an Sommerwanderungen und frohen Wintersport, weg uns der Feldberg. Bei Basel wird die deutsch-schweizerische Grenze überflogen. Weiter geht's nach Südwesten. Über die Seen des Jura hinweg nach Neuchâtel. Wenige Minuten später braust die deutsche Ju-52 über Genf. Das vergletscherte Gebirgsmassiv des Mont Blanc. An den steilen Wänden der Alpen der Dauphiné vorbei. Kurs auf die Provence. Das Gefühl für Entfernung geht völlig verloren. So schnell ist der Flug. Vom Mont Ventoux grüßt uns die Wetterwarte. Fruchtbarer wird der Boden und Marseille, das französische Hamburg, breitet sein Häusermeer unter uns.
Auch hier nur ein kurzer Aufenthalt. Schon geht's weiter. Unter uns die Weite des Mittelmeeres. Am Horizont die Gipfel der Pyrenäen, die ersten Wegweiser nach Spanien. Vor einer Stunde noch in Marseille und jetzt an der spanischen Küste. Fantastisch zerklüfteten Gipfel des Montserrat, berühmt durch die Sage vom Heiligen Gral. Am Abhang das berühmte Wallfahrtskloster. Das Ziel ist erreicht. Im strahlenden Schein der Nachmittagssonne empfängt uns Barcelona, die Hauptstadt Kataloniens, Spaniens wichtigste Hafen- und Industriestadt. Berlin, Barcelona, über Deutschland, die Schweiz, nach Frankreich, nach Spanien, ins Land der Sonne. In 8,5 Stunden. Was ist heute Raum, was ist Zeit? Morgens noch in Berlin und nachmittags in Barcelona.